Hallo und ganz herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem der Aktionär TV Interview. Die aktuelle Marktlage steht jetzt mal wieder bei uns im Mittelpunkt. Auf diese blicke ich jetzt zusammen mit Ramon Hack von Flatex. Schönen guten Tag, Herr Hack. Was ist denn heute das treibende Thema an den Finanzmärkten? Ja, heute wie die gesamte Woche auch ist natürlich das treibende Thema Donald Trump. Der scheitert mit seiner Gesundheitsreform am Senat. Das heißt, Wahlversprechen können wie so oft nicht eins zu eins umgesetzt werden. Naja, was lernen wir daraus? Dass nicht eine Person einzig und allein entscheiden kann, sondern es geht natürlich nicht in den USA, genauso wie in Deutschland, auch ohne den Senat. Jetzt schauen wir natürlich in die USA. Ja, das Thema Wahlen ist ja bei uns auch sicherlich ein großes Thema. Wir haben Wahlen im September in Deutschland. Und ja, was können wir daraus lernen? Mein Lieblingsthema ist ja die Saisonalität. Das heißt, wenn wir in die Vergangenheit schauen, dann war es natürlich auch oftmals so, dass nach den Wahlen in Deutschland die Märkte gestiegen sind. Warum ist das so? Die Unsicherheit ist raus. Man kann natürlich auch saisonal die Jahresendrallye für sich nutzen und deshalb, ja, die Bundestagswahlen sind sicherlich ein gutes Pflaster für die Märkte, egal wie sie ausgehen. Und die kann man als Privatanleger auch sehr gut für sich selbst nutzen. Dann schauen wir noch etwas detaillierter auf den deutschen Leitindex. Wie steht es um den momentan? Ja, um den steht es aktuell nicht ganz so gut. Der Euro ist natürlich gestiegen. Das hat natürlich auch damit zu tun und vor allem damit zu tun, dass es in den USA Probleme gibt. Schwache Zahlen von US-Banken tun ihr Übriges. Klar, der Euro steigt hinsichtlich der US-Probleme. Ich hatte in der letzten Woche schon angesprochen, was sind die technischen Marken im DAX? 12.300 Punkte nach unten. Ja, wenn es darüber bleibt, da mache ich mir keine Sorgen. Wenn es darunter geht, dann würde ich tatsächlich auch die Short-Seite bevorzugen. Was kann man als Trader oder als auch Investor tun? Als Trader findet man natürlich immer Szenarien. Als Investor kann man sich überlegen, in den saisonal schwachen Monaten August und September tatsächlich auch sein Portfolio zu hedgen mit einer entsprechenden Short-Position. Und aber danach sollten eigentlich die Daumen wieder nach oben gehen. Sie haben den starken Euro angesprochen, schauen wir darauf noch. Wie geht es jetzt Ihrer Meinung nach an den Finanzmärkten, Devisenmärkten natürlich weiter? Ja, der Euro geht über die psychologisch ganz wichtige Marke von 1,15. Darüber haben wir auch in der Vergangenheit schon öfter gesprochen. Das ist absolut bemerkenswert, wie ich finde, weil ja, relevante Bankhäuser haben ja den Euro auf 1,15 geschätzt bis zum Ende des Jahres. Das ist ja ähnlich wie bei einer Wetterprognose, je langfristiger, desto schwieriger. Jetzt sind wir über diese 1,15 hinaus, psychologisch wichtige Marke. Und wir haben ja aktuell, wenn wir das betrachten, nichts anderes als eine Seitwärtsbewegung. 1,16, 1,17, das wären jetzt die nächsten Marken. Aber es steht und fällt natürlich mit der Politik der Notenbanken, wie es hier weitergeht. Kommen wir nochmal zurück zum DAX, Herr Hack. Sie sind ja Systemtrader. Welche Trendfilter sind denn hier sinnvoll? Ja, ich selbst nutze ja mehrere Trendfilter. Es gibt ja bei Flatex auch das ein oder andere Webinar zum Thema Handelsstrategie. Wie schon angesprochen, mein Lieblingsthema ist ja die Saisonalität. Hier bieten sich auch unterschiedliche Indikatoren an. Ganz klassisch sind natürlich die gleitenden Durchschnitte. Das ist Standard, aber auch der Supertrend oder der sogenannte Don Chian Channel, das sind die relevanten Trendfilter, die ich hier nutze. Und diese Trendindikatoren stellen wir gerne natürlich auch in unseren Webinaren vor. Heute Abend übrigens um 18 Uhr gibt es wieder eins zum Thema Supertrend. Das ist übrigens die ja mit profitabelste Handelsstrategie, die ich selbst nutze. Und ja, natürlich sind alle Zuschauer herzlich eingeladen, sich dafür anzumelden. Dann wird das hoffentlich der ein oder andere tun und ich sage vielen Dank für Ihre Einschätzungen. Ich danke. Danke auch Ihnen für Ihr Interesse. Gerne beim nächsten Mal wieder reinschauen, wenn Sie mögen. Bis dahin.